Heute gibt es mal einen richtigen Putzvlog von A bis Z, wie schon lange nicht mehr. Ich werde nämlich das ganze Haus durchputzen müssen. Ich bin schon länger nicht mehr dazu gekommen, so richtig sauber zu machen. Oder besser gesagt, ich habe keine Ahnung, vielleicht habe ich auch nur das Gefühl, dass es nicht richtig sauber ist, weil ständig immer alle zu Hause sind, wir sind ständig im Garten, die Hunde spazieren rein und raus, bringen Dreck mit rein. Man hat das Gefühl, dass wenn es nie richtig sauber wäre. Und heute werde ich wirklich alle Zimmer putzen, weil normalerweise mache ich das immer so, dass ich zwischendurch immer ein Zimmer reinige, aber heute möchte ich wirklich alles machen, alles, alles, alles. Und ich würde mal sagen, ich laber nicht zu lange und fange eigentlich gleich an. Ich bin hier in meinem Schlafzimmer oder in unserem Schlafzimmer und ich werde mal das Bett beziehen und dann Staub wischen und dann durchsaugen und wischen. Und das mache ich dann jetzt Zimmer für Zimmer und ich nehme euch ein bisschen mit, da könnt ihr ein bisschen mitgucken. Ich weiß, putzen mögt ihr gern, ich mag auch gerne Putzvlogs anschauen, deswegen ganz viel Spaß mit dem Video. Los geht's! Slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me break it. Watch me break. Ich habe hier meinen Wasserkübel. Da nehme ich immer ein bisschen Allzweckreiniger, den was ich auch vom Boden verwende. Mache einen Mini-Mini-Babyschuss rein. Nur wirklich so ganz wenig. Dann habe ich so einen Mikrofaser-Putzlappen. Und mit dem gehe ich jetzt Staub wegwaschen. Weil ich finde diesen Staubwedler semi-gut, weil der wirbelt mehr, finde ich, dem Staub herum. Deswegen liebe ich die altmodische Variante. Und damit mache ich jetzt meine Fensterbank zum Beispiel sauber. Mit dem Schlafzimmer bin ich eigentlich schon fast durch. Ich muss lediglich noch den Boden saugen und wischen. Und ja, falls ihr euch gewundert habt, das ist Luisas alte Wickelkommode. Da hat sie halt noch ihre Klamotten drin, was ja halt eine Kommode auch ist. Und ja, die Wickelauflage nutzen wir eigentlich
nicht mehr wirklich. Deswegen haben wir jetzt unseren Fernseher darauf gestellt. Bügeltisch habe ich hier auch noch und eine Box mit Feuchttüchern. Und Luisas Bett ist hier, also ihr Babybett. In diesem Babybett hat sie noch keine einzige Nacht bzw. kein einziges Schläfchen gemacht. Das ist nicht einmal Mittagsschläfchen. Ich habe es probiert, aber sie will es einfach nicht. Deswegen, ja, Luisa schläft hier mit uns im Familienbett. Ich werde jetzt auf jeden Fall schnell staubsaugen. Dazu nehme ich meinen normalen Staubsauger. Und zwar den hier, das ist unser Staubsauger, Ersatzstaubsauger, weil unser kabelloser Staubsauger ist leider ein bisschen kaputt. Deswegen nutze ich jetzt den. Ich hätte fast diese Stangen da vergessen, deswegen habe ich jetzt nochmal meinen Staubwedel-Ding geholt, weil anders geht es da nicht. Da habe ich mir meine dritte Treppe geholt, damit ich da raufkomme und mache da diese Stangen sauber. Weil da ist immer so ein bisschen Staub und Spinnweben, wie da zum Beispiel. Das mache ich jetzt aber nicht jedes Mal, aber ab und an muss man das machen. Ich glaube, meine Vorhänge hätten es mal bitter nötig abgehangen und gewaschen zu werden. Und hier diese Kugel, seht ihr, die ist ganz schwarz. So, und jetzt geht's ans Bodenreinigen. Ich nehme da immer diesen Vileda-Dampfreiniger. Ihr kennt den bestimmt, ich habe den schon öfters gezeigt. Ich werde ihn euch wieder unten verlinken. Ich liebe den total. Den dreht man hier auf. Dann füllt man hier Wasser ein. Da wird sowas mitgeliefert, so ein kleiner, ja, so ein Behälter, mit dem man das gut reinfüllen kann. Da passen eigentlich so immer, wenn er leer ist, zwei solcher da rein. Dreht man da wieder zu. Wenn das angesteckt ist, einfach nur anmachen. Und wie ihr vielleicht schon erkannt habt, da fehlt was. Und zwar der Lappen, der kommt einfach runter oder wird das so mit so Klettverschluss. Fertig. Klebt er schon dran. Jetzt muss ich eigentlich nur warten, bis er sich. Ihr hört schon. Jetzt kann ich dann gleich den Boden waschen. So, jetzt geht's weiter hier im Wohnzimmer. Hier schaut es eigentlich ganz okay aus. Natürlich werde ich auch hier, die Hunde sind jetzt da, super, werde ich auch hier Staub wischen überall, ein bisschen aufräumen. Die Kinder haben hier ein bisschen gespielt und die Sachen herumliegen lassen, wie immer. Das ist mein Putzkübel. Dann habe ich jetzt, wie ihr seht, frisches Wasser reingegeben und ich würde mal sagen, ich fange dann einfach an, ja, mit Staubwischen, weil das sammelt sich bei uns ziemlich schnell an. Ja, wie ihr sehen könnt, hier gleich schon wieder, wohl vor einer Woche erst, ganz frisch. Ja, Staub ist halt hier bei uns ein Problem. Gekommen. Wir werden nämlich die Couch wegschieben. Mal wieder. Das haben wir jetzt letzte Zeit sehr oft gemacht und darunter werden wir sicher einige Schätze finden. Also Baba. 1, 2, 3. Wann haben wir das jetzt mal da? Das ist eh nicht so lang her. Vor 2 Wochen. Ja, 2 Wochen nicht, aber so lang ist es auch nicht her. Aber. Ja, gut, bitte, wow, schön, nice. Ah, das ist aber unsere Couch ist auch so doof. Das habe ich schon auch die ganze Zeit gesucht. Ja, der Knochen. So viel das.
schaut in seinen Ping-Pong. Aber die Chips sind auch immer sehr lecker. Mmh, yummy. Ja, die anderen haben Pizzascheiben drin. Machen wir im Kinderzimmer die Betten fertig. Alles okay? Yes! Anfänger. Aber der ist zu hoch. Wie zu hoch? Unendlich hoch. Du machst jetzt mal ein Lara-Bett. Gib her, wo ist das hinstellen? Ja, passt du. Ja, passt schon. So, machst du Laras Bett? Ja. Ich komm dann und mach das. Was machen wir mit das? Das gehört eigentlich. Ja, dann nimmst du ihn in unser Büro. Hallo! Das ist ein Putzvlog. Ich muss putzen. Ja. Putz! Nicht du! Also. Machst du was? Ich höre nichts. Ja, ich bin ja schon am Bett machen. Papa! Ich komm! Okay! Man merkt es nicht, wie die oft mitfunktioniert. Hast du in den anderen Zimmern was zu tun? Nein, wir machen Zimmer für Zimmer gemeinsam, haben wir gesagt. Okay. Soll ich Betten beziehen und du räumst die Spielsachen weg? Räumst die Spielsachen. Kannst du das in die Lego-Kiste geben? Hast du das wohl? Das ist Sklaverei hier, was du mit mir machst. Sklaverei? Versteh. So, ich habe jetzt ein bisschen diese Spielsachen weggeräumt, die hier auf der Fensterbank waren. Und werde hier natürlich auch Staub wischen. Staub wegwaschen. Die Luisa hat hier in dem Mädelszimmer bzw. in Laras Zimmer, weil es noch nur Lara bewohnt wird aktuell, auch ein Bett. Weil viele Leute wissen wollten, wo schläft die Luisa. Eigentlich sollte sie hier schlafen, aber sie schläft noch bei Mami und Papi. Papa ist begeistert. Da braucht nämlich gar keinen Platz mehr. Aber ich schlafe schon langsam in der Kommode drin. Er meint ins Nachtkästchen. Da die Luisa zurzeit hier nicht schlafen möchte, haben wir es so abgebaut, damit die Hunde nicht ständig drauf herumgehen mit gatschigen Pfoten oder sonstigen, damit die Matratze halt einfach nicht so schmutzig wird. Deswegen haben wir es dabei jetzt halt so aufgebaut, also abgebaut. Und ich muss da hinten ran, bei den Toni-Figuren möchte ich hier Staub wischen. Das ist ekelhaft, wenn man so viele kleine Teile hat, die man jetzt alle nehmen muss und wegstellen muss. Aber was muss, das muss, oder? Glasreiniger und Küchenpapier und machst das Spiegel sauber. Und was machst du, ein Nickerchen oder was? Das ist eine gute Idee. Komm. Was muss ich nehmen nochmal? Hab ich vergessen. Hörst du überhaupt zu? Glasreiniger und Küchenpapier, du machst den Spiegel sauber. Du hast, glaube ich, noch nie den Spiegel sauber gemacht. Motivation ist auf jeden Fall da beim Papa, wie ihr sehen könnt. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall schnell noch dieses Regal hier Staub befreien.
und dann Laras Schreibtisch hier. Spiegel. Hast du schon jemals diesen Spiegel gewaschen? Hast du schon jemals in deinem Leben einmal in den Garten gegraben? Hab ich. Ah. Ja, mitgegraben. Ah. War ja nicht so aus. Ich hab schon lange sogar Fotos davon. Du hast das nur für Fotos genommen, das schau mal in der Hand. Mach mir ein Foto, ich hab's gegraben. Papa, es ist schon genug. Aber woher soll ich wissen? Oh. Hau rein. Was passt hier nicht? Von oben nach unten, ja? Ja, schon gut. Von oben nach unten. In Kreisbewegungen. Also von oben nach unten, jetzt entscheide dich mal. In Kreisbewegungen. Bist du der, was so schau ist? So schau mein Gesicht aus? Ja. Das ist direkt. Danke. Der Papa hat jetzt noch ganz unaufgefordert die Tür geputzt. Sehr vorbildlich, mein Schatz. So gehört das. Noch kommen. Hey, das ist wirklich freiwillig. Und sogar von der Außenseite wird die Tür geputzt. Papa, alles für die Show, oder? Alles für die Kamera. Du erwischst mich das zweite Mal nicht mehr hier. Darauf kann man wahrscheinlich wetten, oder? So, ich werde auf jeden Fall jetzt mal... Schau mal, was eins ins Loch ist. Smarties! Das ist wahrscheinlich alles Reserve. Ich glaube, das war die Luisa. Ja, ich werde auf jeden Fall hier noch schnell staubsaugen und dann den Boden waschen. Das ist die Babyborn-Abteilung, die muss dann noch rausziehen. Das schaut eigentlich ziemlich ordentlich aus. Die Kinder haben nämlich letztens hier sauber gemacht. Also Ordnung gemacht. Ja, ich würde sagen, ich hole mal einen Staubsauger, oder? Ja. Laras Zimmer ist jetzt auch picobello sauber und ich werde jetzt den Putzvlog hier beenden, weil das Video einfach sonst zu lange wäre. Ich werde nochmal extra das abfilmen, Badezimmer, Küche und Vorraum, und das wird dann die nächsten Tage dann folgen. Hiermit sind wir zu Ende und ich werde euch dann beim nächsten Mal wieder mitnehmen. Ich hoffe, das Putzvideo hat euch gefallen. Ich würde mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen, meine Lieben. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!